Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3. Auf geht's wieder in den Wald des Anfangs. Und wie wir gerade sehen, die Hälfte der Früchte haben wir schon gefunden hier. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Zwei Wege müssen wir noch erkunden. Und dann geht es, glaube ich, allmählich auch schon auf den Endboss dieser Welt zu. Falls es einen gibt, aber da gehe ich doch mal stark von aus. Dieses mysteriöse Signal, was wir finden müssen, wollen, dürfen. Ich bin mal gespannt, ob wir, weil in diesem Spiel jetzt schon so oft von ihm die Rede war, ob wir tatsächlich Captain Olimar treffen. Also das war ja der Hauptcharakter des ersten, zweiten auf jeden Fall. Ersten weiß ich nicht, habe ich nichts drüber gesehen. Also zweiten auf jeden Fall, vielleicht auch ersten Teils. Ich glaube aber ja, ne? War, glaube ich, von beiden Teilen. Denn der hat ja anscheinend diesen Überlichtschlüssel. Nein, nein, nein. Na gut. Wir wollen ja immer eher schwarze und gelbe. Apropos schwarze, könnten wir eigentlich wirklich mal ein bisschen mehr anbauen. Da fehlen ja noch einige. So, ihr könnt schon mal wieder mitkommen. Auf dieser Welt gibt es ganz schön viele von diesen Knopfpriemeln am Anfang. Hier vorne sind ja noch mal zwei. So, ja, warten wir lieber. Na gut, komm, hier bauen wir noch mal die gelben. Und da, Felspigmen. Ja, damit. Haben die anderen Pikmin eigentlich auch einen Namen? Ich glaube nicht, ne? Die heißen einfach nur rote Pikmin, gelbe Pikmin. Die haben jetzt keinen Namen. Gut, was heißt Namen? Fels-Pikmin. Die sehen halt aus wie ein Fels, ne? So wahnsinnig namenhaft ist das jetzt auch nicht. Aber gut. Egal. Okay, 100 Leute. Wir haben sie zusammen. Und ich würde sagen, fangen wir doch mal an mit diesem Weg. Wo war er? Hier, ne? Genau. Und was war das? Ach, wahrscheinlich ist das dann die Abkürzung, die wir dann vielleicht da finden können. Schauen wir mal. Laufen wir hin. Da brauchen wir jetzt auch definitiv alle Captain. Deshalb gehen wir da jetzt schön gesammelt in der Gruppe hin. Denn wir brauchen ja halt zwei Anführer, um die da rüber zu schmeißen, ne? Also beziehungsweise alle drei. Dann verteilen die sich zwar ein bisschen, aber ich habe von euch in den Kommentaren, das fällt mir gerade auf, da hieß es, dass die Captain, wenn man die wirft und die dann wieder einsammelt, dass die dann hochlaufen. Und wie man hier sieht, tun sie nicht. Also ich weiß nicht, wie derjenige drauf kommt. Das war jetzt eigentlich, ich frage mich gerade, warum ich das jetzt ausgerechnet hier demonstrieren musste. Jetzt darf der nämlich, oh je, Mini, richtig schön außen rumlatschen. Na gut, was soll's. Aber ich frage mich wirklich, wie die Person drauf kommt. Also mache ich irgendwas falsch oder meintest du das anders? Oder, also, ich habe keine Ahnung, was damit jetzt gemeint war. Auf jeden Fall funktioniert es nach meinem Empfinden nicht. Vielleicht mache ich irgendwas falsch oder vielleicht meinte die Person was anderes, aber ja. Weil das hatte ich schon mal, dass ein Captain da irgendwo runtergeplumpst ist an der Seite. Oder ich habe ihn auch einmal versehentlich wieder eingesammelt, in Anführungsstrichen. Und das hat nicht geklappt, den dann wieder, dass der dann irgendwie die Wände hochgelaufen ist oder so. So, alle zu mir. Ach, hier gab es ja auch noch einen Tipp, den hat man gar nicht mehr gesehen. Aus dem Bereich vor uns erhalten wir ein starkes Signal. Doch zu zweit gelangen wir dort nicht hin. Zu dritt wäre es machbar. Allerdings ist unser Chef verreist. Bestimmt ruht er sich an einem sonnigen Strand aus. Zwar sind auch wir an einem sonnigen Strand, doch es ist nicht das Gleiche. Captain Olimar. Aha. Waren die auch zu dritt unterwegs? Ich dachte, das wären nur zwei gewesen. Ach, hat er ja gerade gesagt, dass einer von denen da an einem sonnigen Strand war. Wie soll man diesen Kadaver hier eigentlich abtransportieren? Ist ja voll unmöglich. Ich meine, das ist ja die totale Innen... Ja, okay, Wasser-Pikmin. Das könnte sein, ne? Oder Flügel-Pikmin, klar. Okay, Frage hat sich erledigt. Im Prinzip, Moment, was machen die da? Moment, Moment, Moment. Ich meine, gut, ihr dürft das Ding hier gerne schon mal einreißen. Aber Moment, Moment, Moment. Ich hätte gerne, genau, entweder gelb oder schwarz. Brav. Aber noch nichts abtransportieren, klar? Weil nicht, dass dann da irgendwie noch Feinde sind. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und dann latschen unsere braven Transportier-Pikmin da durch und kriegen irgendwie auf die 12. Das wäre doch sehr schade. So. Dann kannst du schon mal bitte wieder irgendwo... Ja, ja, da kannst du hingehen. Der Captain... Uff! Ist der geiler Typ, der Captain. Uff! So, dann ufe du mal dahin. Und Brittany ist jetzt hier die wirklich aktive, nicht wahr? 90? Hä? Ach, jetzt haben hier doch schon welche, wollten das transportieren. Hab ich
richtig aufgepasst, die vom, die rübergeflogen sind. Ah, okay. Aber hier ist in der Tat die genannte Abkürzung mit dieser Tüte. Und ich nehme an, da links geht es dann zum Endboss, ne? Weil es hieß ja eben, das Signal wäre nicht weit vor uns. Das heißt, da gehe ich dann jetzt erstmal noch nicht hin, sondern guck mir erstmal noch dieses Elektroteil an, also das Tor. Na kommt, Leute, helft, dann geht's schneller. Ach, faules Pack. Okay, das kann man den Pikmin eigentlich nicht faul werfen. Faul sind sie nicht. Na gut, was soll's. Ach stimmt, hier unten, die habe ich ja ganz vergessen. Die Knopfprimeln hier. Ja bitte, meine Freunde, einsammeln. So, irgendwen vergessen. Ach, guck mal, der will ja jetzt schafft das. Der wollte helfen und konnte nicht. Ach ja. So, dann alle an Bord. Jawohl, 100 Leute. Wir haben mal keinen verloren. Der helle Wahnsinn. So, Bomben. Ich glaube, wir brauchen im Moment keine mehr. Ich lasse die jetzt mal da stehen. So. Ich hoffe, wir haben genug gelbe. Ja, da haben wir noch nichts verloren. Wo sollen die auch sonst sein? So, dieser braune Punktkäfer, das war, glaube ich, der, wo das nicht geklappt hat mit dem... So, Angriff! Angriff! Mit dem alle angreifen. Der hat ja da, haben wir üble Verluste eingefahren. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht, sondern schmeiß sie lieber drauf. So, jetzt erstmal alle zurück, bevor hier irgendwie ein Unglück geschieht. Ja, Felspikmin, tragt ihr den mal zurück. Erstens brauchen wir von denen ja noch am meisten. Und zweitens mal brauchen wir hier ja eh jetzt erstmal die gelben, um das Tor einzureißen. So, und Alf, du kannst schon mal zur Zwiebel zurück. Ach, ich liebe diese Zielfunktion. Also das haben sie wirklich gut gemacht, muss man sagen. Der kann dann schon mal mit nach hinten laufen und die Pikmin nachher wieder einsammeln. So, dann reißt bitte das Elektrotor ein. Meinen lieben gelben Pikmin. Nein, 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 nein. Hupala, Entschuldigung. Jetzt hätte ich fast einen roten gegrillt. Und du kommst auch. Was steht denn der jetzt da wieder rum? Ach, wahrscheinlich vom Angriff gerade auf dieses Vieh, dass wir den da haben stehen lassen. So, alle Felspikmin mitkommen. Und wieder zurück zum restlichen Haufen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also der Endboss scheint da dann ja nicht zu sein. Aber zumindest nochmal eine große Frucht. Ich bin gespannt. So, alle zusammenkommen. Schauen wir uns schon mal an, was hier los ist. Und? Wo ist die Frucht? Wow! Oh nein, nicht wieder so ein Vieh. Oh du Jemine, oh Jemine. Okay, womit greifen wir den am besten an? Ich glaube Felspikmin, ne? Einfach weil die nicht zerstampft werden können. Wobei andererseits, die scheinen da doch, die klettern doch hoch. Aber die sind zu langsam, ne? Oh, 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 oh. Nein! Verdammt, ich war zu nah dran. Alle zusammenkommen, alle zusammenkommen. Oh, ich habe Angst vor diesem Vieh, wenn ich ehrlich bin. Egal, die Felspikmin können bei dem Vieh eigentlich nicht sterben, wenn ich das so richtig sehe. Ihr greift jetzt bitte mal an. Und dann vielleicht... So, jetzt ist er mit dem Bein gerade gegangen. Vielleicht dauert es dann ein Weilchen, bis er mit dem wieder... Ah, zusammenkommen, zusammenkommen. Alle zu mir. Wo will der hin? Zumindest haben wir ihm da jetzt schon mal diese... Das dauert zu lange. Wo will der hin? Ach, der haut jetzt nach drüben ab, oder was? Na gut, okay. Ich lasse mal einen Captain hier, falls der immer hin und her abhaut. Haben wir dann hier einen vor Ort? Hat der jetzt noch Pikmin an sich dran? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, du kommst auch mit. Na gut, zwei Pikmin sind irgendwo. Keine Ahnung, wo wir die wieder verloren haben. Wahrscheinlich hängen die noch an ihm dran, todesmutig. Na nu! Seid ihr schon wieder hier? Mensch, so lange waren wir doch noch gar nicht hier unterwegs. Nee, nee, bitte keinen Abtransport. Wir haben jetzt hier größere Aufgaben, meine lieben Freunde. Und wo haben wir jetzt schon wieder einen Faulpelz? Mitkommen. Den schon wieder verloren. Okay, die... Oh ja, der latscht hier alles kaputt. Ja, die Felspikmin können zwar nicht zerstört werden, aber... Die gelben kann man so schön da dran schmeißen, ne? Ja, 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 dann greifen die da besser an. Oh, 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 oh. Trampel mir nicht meine Pikmin kaputt, du blödes Etwas. Haariges, hässliches Vieh. Los, macht ihn fertig. Ach, Moment. Ich glaube, wir müssen dem alle haarigen Dinger kaputt machen, ne? Weil die sind jetzt über das Gelenk hinausgekrabbelt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wir haben doch hier, apropos, wir haben doch auch noch ein paar, die noch schlürfen müssen.
gedient euch, meine Freunde. Ja, und er haut tatsächlich wieder ab. Oh Mensch, bist du nervig, Kollege. Ich meine, gut, wir haben jetzt da drüben einen positioniert. Insofern, wir können jetzt einfach, hoffe ich mal, alle Pikmin rüberschmeißen. Oder ich mache das jetzt so. Ich schmeiße dem nur die Roten dahin. Mit den anderen gehe ich hier ein bisschen in Deckung. Die Roten kommt mal zu mir. Und jetzt greifen wir mit den Roten wieder seine Gelenke an. Okay. So, hier. Der hier zum Beispiel. Der Arm. Macht ihn platt. Genau, und jetzt bevor er aufstampft, wieder alle einsammeln. Da oben war da noch einer, ne? So, rauf mit euch! Ich wollte sagen, der bewegt sich ja gar nicht mehr. Aber doch jetzt. Nein! Nein, nicht sterben, meine Freunde, nicht sterben! Rauf, rauf, rauf! Macht ihn fertig, macht ihn alle! Boah, guckt mal, da war noch ein Gelber drauf. Wie todesmutig war der denn? Boah, Vorsicht, meine lieben Freunde. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oha! Er verliert allmählich seine... Boah, dieses Vieh ist aber schon ekelhaft, muss man sagen. Oh, wieso habe ich die denn jetzt wieder eingesammelt? Das war doch eigentlich richtig, was die gemacht haben. So, Angriff, Angriff! Er versucht zu fliehen! Das wird er nicht schaffen! Oh nein. Da unten wieder... Ah, verdammt, jetzt habe ich welche verloren. Mist. Ich will keinen Pikmin verlieren. Alle sind kostbar. Na, kommt schon. Na komm, sammle ich sie wieder ein. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Okay, und dann die andere Armee. Ihr seid jetzt an der Zeit. Alle mit euch rauf, rauf, rauf. Oh, verdammt, jetzt hat er sie alle abgeschüttelt. Kommt aufstehen, liebe Pikmin. Wir haben hier zu kämpfen. Keine Müdigkeit vortäuschen. Oh ja, die krabbeln aber schön in die Mitte. Jetzt geht's dir an den Kragen, mein Freund. Jetzt geht's dir sowas von an den Kragen. Ja, macht ihn fertig. Was soll das eigentlich sein? Komisches, hässliches Vieh. Alle zu mir! Oh, und die Gelben da hinten so nah am Feuer, das gefällt mir... Oh, 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 oh. Kaum sage ich's, ne? Das gefällt mir nicht. Ja, das Pikmin steckt in Schwierigkeiten, allerdings. Und das wissen wir mittlerweile. So, mit der schönen Pfeife können wir ja die Pikmin wieder... Ja, was heißt in Sicherheit bringen, aber sie wieder beruhigen. Oh, ich kann die sogar direkt in die Mitte ranschmeißen. Okay, jedenfalls die Gelben. So, und er stirbt. Hervorragend. Ja, noch nicht übermütig werden. Ich will erstmal gucken, ob es hier sonst noch irgendwas einzusammeln gibt. So, 8 Pikmin Verlust. Ist natürlich traurig, wie bei jedem Verlust, aber akzeptabel, würde ich sagen. Oh ja, Beeilung, dann los, 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 transportieren. Sind die Fels-Pikmin eigentlich langsamer? Weil die sind ja ein bisschen mopsig, ne? Man weiß es nicht. Okay, wie viele? Jetzt werden hier mit Sicherheit noch ganz viele irgendwo rumstehen. Noch ein Tipp? Bestimmt, wie man das Vieh besiegt. War ja tatsächlich. Aber das haben wir ja. Ja, ja, greifst du die Gelenke an, fallen die Haare aus. Ohne Haare ist es schutzlos. Dann war das doch gar nicht falsch, was wir gemacht haben. Und auf dem Gamepad wird mir angezeigt, da blinkt noch genau da oben noch ein Pikmin. Du kommst bitte her. 21 sind noch irgendwo in der Pampa unterwegs. Wie viele sind hier? Bei den Kiwis 10 Stück. Das heißt, einer steht noch irgendwo rum und gammelt. Wo bist du? Immer diese Suche nach einzelnen Pikmin, die irgendwo hängen geblieben sind, ne? Ich sehe aber gerade nix. Wo bist du, Junge? Normalerweise blinkt das auf dem... Aha, doch hier, auf der Brücke. Auf der Brücke. Okay, hin da. Ich wollte gerade sagen, normalerweise blinken die auf dem Gamepad. Gott sei Dank, sonst wäre das ja total unübersichtlich. Ist es ja so schon häufig. Aber ich glaube, den hier haben wir, ich bin gerade ganz zufrieden mit mir. Den haben wir doch irgendwie ganz gut hingekriegt. Ich habe erst gedacht, da müssen wir immer hin und her rennen. Das ist ja voll nervig. Aber wenn wir unsere Armeen aufteilen, wie bei dem Tipp letztens gesagt, ne, von wegen Arbeitsteilung. Okay, das war jetzt nicht gemeint eigentlich damit, aber so, Rock Pikmin, mitkommen. Aber dann hat das doch eigentlich ganz gut geklappt. Ja, dann können wir demnächst jetzt zum Boss, ne? Jetzt hätten wir sogar noch ein kleines bisschen Zeit, aber eigentlich nicht wirklich was zu tun. Okay, wir haben 4, upala, 4 rote verloren und 4 gelbe, ne, wie es scheint. Ja, es ist ein bisschen schade, jetzt können wir nicht mehr wirklich was mit dem Tag anfangen. Wenn wir jetzt noch mehr hätten, würde ich sagen, wir schicken immer alle, die schon Blumen haben, rein, holen welche ohne Blumen raus und dann gehen wir hier über diesen
Baumstumpf da rein und lassen die alle zu Blumenpigmen werden. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen umständlich. Ja, in den paar Sekunden können wir eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Vielleicht da noch ein paar Ultramotivierbeeren. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, ich würde sagen, latschen wir mal hin. Vielleicht, ich glaube zwar auch nicht wirklich, dass wir das schaffen, weil das ist ja nicht mehr lange. Aber wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Ah, nee, das schaffen wir aber nicht, ne? Vielleicht eine Ladung. Wir probieren es einfach mal. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die Tage sind unterschiedlich lang. Oder ich habe jetzt heute, dabei wird das Spiel ja pausiert, weniger auf die Karte geguckt als sonst. Das kann natürlich auch sein. Also jetzt einfach nur, wenn ich mir die Zeit vom Part angucke. Ich habe ja immer so eine 10 Sekunden. Ja gut, sinnlos, sinnlos, sinnlos. Das bringt es jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr, aber gut. So, transportiert mal bitte alle ab. Und dann laufe ich denen einfach hinterher und dann sollen sie so weit tragen, wie sie kommen. Wobei, die sind so flott mit den Dingen. Die könnten das glatt noch schaffen, ne? Ja, da sind es nur noch zwei. Einer, ja, sehr schön. Gut, Freunde. Nee, 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 aber jetzt nicht zurücklaufen. Nicht zurücklaufen. Schön bei mir bleiben. Genau, wunderbar. Okay, kein Pigment verloren. Hübsch. Sehr gut. Haben wir es doch noch gut ausgenutzt, die letzten Sekunden. Na dann, alle Pigment da. Angetreten und zurück in die Zwiebel. Bin gespannt, wie die Zwiebel aussieht, wenn wir alle Viecher haben. Also auch die blauen und gelben. Ach Quatsch, gelben haben wir ja schon. Weißen und lilan und Flügelpigmen. Jedenfalls, ja doch, doch, die weißen und lilan sind dabei. Die waren ja auf diesem kleinen Faltblättchen dabei. Drauf, meine ich. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Unboxing-Video gesehen hat. Ich glaube nicht, dafür ist das zu klein. Aber da sind sie auch abgebildet. Oder war es auf der Box hinten? Ich glaube auf der Box oder auf beiden, man weiß es nicht. Also auf der Box auf jeden Fall, also auf dem Cover hinten drauf. So, Früchte haben wir heute nicht so viele gefunden, nur diese beiden Kiwis. Aber dafür wissen wir jetzt, wo es zum Endboss geht. Und dann, oh, das sieht doch deliziös aus. Der leckere Fruchtsmoothie. Verkleidete Delikatesse. Einer meiner Lieblingsnamen. Oh, sehr schön. So, rein mit dem guten Stoff. Und, gibt's noch mehr? Ein bisschen, ne? Ne, doch nicht. Okay, schade. Ja, das geht mir ein bisschen auf den Keks, dass sie jedes Mal dasselbe hier sagen. Ja, ich weiß, es gibt ein Festmahl und ja, ich weiß, du willst dich teilen und ja, ich weiß, wir haben noch genug Versorgung. Aber zum Glück kann man es ja auch einfach wegklicken. Wenn man B drückt, dann erscheint sofort alles, statt dass es da so sich langsam aufbaut. Oh, okay. Felspigmen haben wir jetzt genauso viele wie gelbe. Oder sogar mehr. 4 Stück. Aber trotzdem nach wie vor Fels und Gelbe. Aber doch wieder mehr Gelbe, weil mir sind Gelbe und Rote wichtiger als die Felspigmen. Weil bei den Felspigmen braucht man selten so eine riesige Armee von, jedenfalls bislang. Die haben halt hin und wieder ihre wichtige Aufgabe, wo sie auch unersetzlich sind. Aber sonst... Am 14. Tag unserer Mission haben wir bereits 25 Früchte gefunden. Oha, das ist doch schon mal einiges. Es gibt auf diesem Planeten so viele verschiedene Früchte und eigentlich schmecken sie alle ausgezeichnet. Manche sind ein wenig sauer oder bitter, aber alle haben sie einen Geschmack, wie man ihn auf Koppai bisher nicht kennt. Die Früchte ziehen uns mir immer mehr in ihren Bann. Brittany. Ja, Obst ist schon was Feines. Ich hab's ja schon mal gesagt, das ist fast schon hier so eine... Ernährungsberatung für Kinder. Um Lust zu machen auf frisches Obst. Da müsste Gemüse noch mit rein, aber dann wäre es perfekt. Okay, Tag 15. Wobei, den wir, ihr kennt das mittlerweile, wir beginnen den jetzt nicht, aber das wird dann der nächste Tag. Wir landen nochmal im Wald des Anfangs und machen dann hoffentlich, bin schon gespannt, was es ist, den Endboss fertig und finden das mysteriöse Signal und vielleicht ja sogar Captain Olimar. Wer weiß? Seid mit dabei, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben nicht vergessen. Euer Gordrak. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Ciao.